Ob mit oder ohne Arbeit ist ja gar nicht die Frage, weil eigentlich ist es ja, also Grundeinkommen ist dafür vorgesehen, dass du es auch ohne Arbeit bekommst, aber die Leute können natürlich auch gerne trotzdem arbeiten, das würde kein Mensch ablehnen. Ein Grundeinkommen würde einfach die Menschen dazu animieren, sich darüber klar zu werden, was ihre wirklichen Wünsche sind, unabhängig von vielleicht materiellen Sorgen, die manchmal zu sehr in den Vordergrund rücken. Ja, zum Grundeinkommen stellt sich mir erstmal die Frage, wer finanziert dies? Letztendlich der Staat. Da müsste man im Gegenzug dann aber auch sagen, die Sozialleistungen, die der Staat vergibt, werden dann auch gestrichen. Und ich selber sage aber, ich bin nicht dafür, weil ich eher die Befürchtung habe, dass eher Leute dann auch sagen, dass sie sich eher dann in die soziale Hängematte legen, als auch was zu tun. Weil, ob mir jetzt ein Beruf Spaß oder nicht macht, als lieber sind wir doch alle lieber im Biergarten morgens um 10 zum Frühshoppen. Klar, brauchen Menschen Arbeitszeiten, die mit Kinder, Familie, Freundschaften und Freizeit vereinbar sind? Ja, selbstverständlich, also da gibt es doch gar keine Frage. Nein, also da sind wir auch einerseits ist das wichtig, der Mensch ist nicht nur ein Arbeitstier, er ist ein soziales Wesen, der sich definiert über die Erziehung zu seinen Kindern und in der Beziehung zu anderen Menschen. Das ist völlig legitim zu sagen. Aber um es mal mit dem guten alten Prinz Philipp zu sagen, erst beschweren sie sich, dass sie nie frei haben und jetzt beschweren sie sich, dass sie arbeitslos sind. Man muss auch immer bei so etwas die Wirtschaft mitnehmen und das auch mit ihr abmachen. Weil es geht hier natürlich auch um den Volkswohlstand, der dadurch erarbeitet wird. Steuer muss gerecht sein. Superreiche sollen mehr zahlen, die sogenannte Vermögensteuer, alle unteren Mitteleinkommen weniger. Die Steuereinnahmen sollen investiert werden, vor allem in Internetbildung, ÖPNV. Das SPD-Steuerkonzept sieht Entlastungen für mittlere und geringe Einkommen vor und auch eine Vermögenssteuer. Die fällt nicht so drastisch aus, aber auf jeden Fall kann sie sicherstellen, dass Investitionen auch getätigt werden können, und zwar genau in Bildung, in unsere Schulen, in den öffentlichen Nahverkehr und auch in Breitbauausbau, also Internet. Das wird zurzeit ziemlich blockiert. Wir merken hier auf kommunaler Ebene, egal mit was wir uns beschäftigen, es fehlt das Geld vom bayerischen Staat, der das eigentlich den Städten zur Verfügung stellen sollte, aber lieber auf die schwarze Null hinspart und dafür in Kauf nimmt, dass wir Schulden in Beton machen, Schulden in kaputten Schulen und Schulden in schlechten Internetverbindungen, dass alles später dann erst wieder nachgeholt werden muss. Also natürlich sieht die Union auch Steuersenkungen für die mittleren Einkommen und unteren auch vor, aber man ist grundsätzlich meines Erachtens gegen eine Vermögenssteuer, weil diese letztendlich eine Neidsteuer ist, weil einer zu Vermögen gekommen ist und den dann dafür für seine harte Arbeit zu bestrafen, dass er jetzt extra Geld abdrücken muss. Das halte ich für falsch. Das setzt keine Anreize für Wirtschaftswachstum, wenn man Unternehmern quasi mit solchen Steuern droht. Das sollten sie dann doch zu größeren Erfolg kommen, dass diese dann nochmal eine extra Steuer zahlen. Ich finde, das Steuersystem, so wie es momentan ist, ist weitestgehend in Ordnung. Und man muss auch sagen, Bayern, ein Land, das von der CSU seit glücklicherweise 50 Jahren geführt wird, investiert am meisten in Bildung, im Ausbau von Internet, vor allem in den ländlichen Regionen, was sehr wichtig ist, aber auch in den Städten. Und es wird aber auch hin auf eine schwarze Null gespart, denn man kann nicht auf den Luxus der Kinder und Kindeskinder leben. Genau, deswegen in Schulen investieren. Ja, das wird's ja auch. Der Freistaat Bayern hat die höchsten Investitionen in Bildung getätigt die letzten Jahre. Da können sich SPD-regierte Länder eine dicke Scheibe mal abschneiden. Also Schulinvestitionen erfolgen zum Beispiel in Nürnberg auf kommunaler Ebene und da haben wir eine SPD-geführte, also ein SPD-Bundes-Oberbürgermeister.